Servus Freunde der Klemmbausteine, herzlich willkommen zu einem neuen Review hier bei German Brick Motion und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Lego Harry Potter Review. Heute gibt es für euch das Set 75969, der Lego Harry Potter Astronomieturm. Mit einer UVP von 99,99 Euro, zum Glück aber im freien Handel, deswegen gibt es hier schon ganz gute Rabatte. Und ja, das Set hat 971 Teile an der Zahl, ist an sich ganz mächtig. Genauso wie der Karton. Der Karton selber ist nämlich auch echt nicht klein, muss man sagen. Und hier geht aber auch einiges ab. Gleich schon mal auf dem Karton selber. Man sieht hier zum Beispiel gleich schon mal, dass es in diesem Set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minifiguren gibt. Also eine ganz schöne Menge. Und auch sieht man, dass auf der Rückseite des Sets wirklich einiges los ist. Es gibt hier, ja, wirklich relativ viele Filmszenen nachzustellen, kann man ganz klar so sagen. Hier sind diverse Räumlichkeiten auch abgebildet und dargestellt. Es ist schon mal ein Set, wo selbst auf dem Karton schon ziemlich viel passiert. Den Karton stelle ich gleich mal zur Seite. Wir haben hier auch noch ein Teil drin und ein paar Ersatzteile, das schon mal gleich vorweg. Die Anleitung, die ist sogar relativ groß, muss man sagen. Wir haben insgesamt 6 Bauabschnitte. Insgesamt haben wir dann letzten Endes 166 einzelne Bauschritte. Der Bau hat sehr viel Spaß gemacht. Trotz alledem, ich meine 166 Bauschritte, es ist sehr einfach zu bauen, aber macht wirklich auch sehr viel Spaß, weil man Stück für Stück hier ein Teil vom Schloss Hogwarts, sagen wir es mal so, ein Teil, denn das ist bei weitem nicht das ganze Schloss, aber ein Teil ganz gut darstellen kann und auch auf der Rückseite, wenn man sich das so schon mal anschaut, bietet das auf jeden Fall mit Sicherheit Spielspaß. Das Schloss ist auch gar nicht so klein, also ihr seht schon, das ist gar nicht so klein, also im Regal durchaus schwer unterzubringen. Und hier sieht man auch schon die ganzen Minifiguren, ein paar sind schon wieder umgefallen. Das schauen wir uns jetzt aber alles gleich noch im Detail an, auch wie die Minifiguren selbst aussehen, wie sie mir gefallen, werde ich natürlich hier und da ein bisschen was dazu sagen. Und auch dann natürlich das ganze Schloss, den ganzen Astronomieturm, schauen wir uns im Detail noch ein bisschen an. Und dazu hätte ich gesagt, wechseln wir einmal kurz die Kameraperspektive. Und damit herzlich willkommen zurück zur Detailansicht des Lego Harry Potter Astronomieturms. Ja, wir starten zuallererst mal, hätte ich gesagt, mit den ganzen Minifiguren und schauen uns die mal ein bisschen näher im Detail an, was hier in diesem Set enthalten ist. Einmal haben wir hier einen Harry Potter enthalten. Ein, ja, an sich, wenn man denkt, jetzt erstmal relativ klassischer Harry Potter. Hier fällt aber schon gleich auf, dass er doch ein bisschen schicker und ein bisschen edler gekleidet ist. Und das ist tatsächlich genau das Stichwort, was sich jetzt hier gleich durch die ganzen, ja, Minifiguren ziehen wird. Denn die haben alle so ein bisschen ein besonderes Gewand, ein besonderes Design. Denn die sind alle gerade schick gekleidet für den, ja, weihnachtlichen Abendball, den es ja hier in der Filmszene gibt, wo dann jeweils mit den Partnern getanzt wird. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Es sieht recht festlich aus. Und so haben wir hier einmal Harry drin, einmal Ron Weasley, einmal Hermine Granger. Da finde ich tatsächlich sehr, sehr cool, wie bei Harry auch der Print geht hier wirklich bis runter über die Beine. Auf jeden Fall sehr schön. Auch auf der Rückseite. Dann einmal Ron, seine Freundin Lavender Brown, eine auch sehr schöne Mitfigur, muss man sagen. Allerdings hier ein kleiner Negativpunkt. Man hat hier diese Schleife, die man ins Haar stecken kann. Die kann man jetzt entweder hier hinstecken oder theoretisch sogar hier oben. Es gibt sogar eine zweite Schleife. Zwei auf einmal sieht aber blöd aus. Und dann hat man natürlich hier immer so ein kleines Loch, was ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig wirkt, sage ich einfach mal. Das ist nicht ganz so cool gelöst. Aber an sich auch das eine ganz schöne Minifigur. Dann haben wir hier einmal Neville Longbottom. Luna Lovegood haben wir hier auch in dem Set enthalten. Draco Malfoy. Und zu guter Letzt den Professor, den Lehrer Horace Slughorn, so war es, glaube ich. Genau, Horace Slughorn. Ich habe gerade noch mal ganz kurz auf den Karton geguckt. Ich kann mir den Vornamen nämlich immer nicht so ganz merken. Horace Slughorn
Gibt es auf jeden Fall von den Sets her nicht allzu oft. Ich überlege sogar, es könnte sogar sein, dass es den hier in diesem Set nur als einziges gibt. So in der Ausführung auf jeden Fall. Auf jeden Fall ziemlich cool. Eine ganz schöne Menge an Minifiguren. Ich tue die jetzt einfach mal hier alle zur Seite. Dann haben wir noch ein bisschen zubehörtechnisch. Wir haben ja einmal noch Hedwig, die Eule, irgendwie so ein Buch und ein ja, freistehender Tisch. Auf jeden Fall ganz cool. Man kann jetzt drüber streiten, ob man sagt, dass es sich hierbei um die Szene handelt, wo alle tanzen. Dazu würden nämlich tatsächlich die Partner fehlen, weil ich das ja gerade gesagt habe. Dazu würden die Partner fehlen. Ich denke eher, dass die sich wahrscheinlich sogar hübsch gemacht haben für diesen einen ja, Abend bei Horace Slughorn, wo sie alle eingeladen wurden und hier dann auch um den Tisch rumsitzen. Ich vermute mal fast, dass diese Szene eher dargestellt wird, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit der Filmszene, wo alle tanzen. Aber die lässt sich zumindest mit den festlich gekleideten Gewändern auf jeden Fall ganz gut nachspielen. So, das schon mal zu dem Tisch. Jetzt habe ich hier schon mal vorweggenommen. Wir wollen uns aber natürlich auch das Ganze auch noch von vorne anschauen. Von vorne fällt auf jeden Fall auf, dass das Gebäude doch mit den ganzen Türmen hier insgesamt relativ mächtig ist. Tatsächlich, was ein bisschen blöd ist, aber gut, das ist schon immer so bei Lego Harry Potter. Sticker ohne Ende, damit das Ganze überhaupt ausschaut wie eine Mauer. Das kann man definitiv anders lösen, also ganz klar, zumal es ja auch diese mauerstrukturierten Bricks gibt. Finde ich das hier natürlich bei den Rundungen gut ein bisschen schwierig, aber auch das wäre möglich. Sieht so, naja, ein bisschen blöd aus, wenn man die Aufkleber jetzt nicht ganz so gut anbringt. Ich habe sie jetzt zum Glück relativ gut angebracht, sodass es relativ authentisch wirkt. Wir haben hier natürlich eine Eingangstür, die man auch öffnen kann, nach innen. Ansonsten relativ viel offene Fläche, was natürlich aber zum Spielen dann am Ende natürlich ja, relativ gut ist. Hier das Gewächshaus. Auch hier die Tür aufmachbar. So, dann gucken wir uns einfach mal die Rückseite an. Und da ist tatsächlich dann doch einiges los. Wir starten einfach mal, hätte ich gesagt, hier mit diesem kleinen, ja, Gewächshaus. Ich versuche da jetzt mal irgendwie so ein bisschen ran zu zoomen. So, hier in dem Gewächshaus, das sollte, denke ich, jedem auf jeden Fall ein Begriff sein, denn hier sind diese klassischen Töpfe, wo man dann diese, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, diese schreienden Pflanzen raustun kann und die sind hier auch dargestellt. Ist ganz cool. Das ist immerhin ein Print. Ein Print, den man aber auf den ersten Blick halt auch überhaupt nicht erkennt, muss man auch ganz klar dazu sagen. So, ja, ansonsten passiert da nicht so wirklich viel drin. Viermal sind da eben diese Töpfe mit diesen schreienden Pflanzen. So, weiter geht's. Wir haben hier einige, ja, ich vermute mal, es sollen Zaubertränke und so weiter darstellen. Wir haben hier einen kleinen Kronleuchter, einen Kerzenleuchter. Ansonsten, was ein bisschen unglücklich ist, finde ich hier, dass man so diese Dachkonstruktion relativ offen sieht. Das hätte man, finde ich, noch irgendwie einfach mit einer geschlossenen Plate oder so ein bisschen schöner verstecken können. Und ansonsten haben wir hier den Astronomieturm mit ja, allem, was dazugehört tatsächlich, kann man sagen. Wir haben hier diverse Räumlichkeiten enthalten. Wenn man sich das hier mal so anschaut, gut, hier sind dann auch wieder ein paar Sticker und so weiter. Hier der Schlafsaal von, das müsste Ravenclaw sein. Und hier oben dann das, was den Astronomieturm eigentlich so ein bisschen ausmacht, muss man sagen. Auch hier mit dem Fernglas, das ist auf jeden Fall richtig cool. Und ich sag mal so, man kann hier echt richtig schön Filmszenen nachstellen. Gerade auch mit den ganzen Minifiguren. Ich würde auch behaupten, dass dieses Set tatsächlich von seinen ganzen Minifiguren letzten Endes dann lebt. Ja, auf jeden Fall ein echt schönes Set. Sehr vielfältig. Bietet hier aber auch die Option, um weitere Sets anzustecken. Also es gehört mit zu dieser modularen Hogwarts-Schloss-Serie. Und ja, ist dann doch insgesamt ihr Geld auf jeden Fall wert, finde ich. Man hat hier ein schönes Set mit schön viel Spielfläche. Einigen Minifiguren,
Selbst für Sammler zum Minifiguren sammeln auf jeden Fall ein sehr schönes Set. Und ja, ich hoffe, dass euch das heutige Review, das heutige Video gefallen hat. Bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.